Es war eine Frage der Zeit. Hat sich gut verkauft bisher. Will ihn nicht abschreiben, den Amerikaner. Aber irgendwie eine gewisse Nervosität ist immer dabei gewesen. Und jetzt, wo es wirklich um die Wurstzipfel geht, da schwächelt er. Und das reicht im Tiebreak, um ein-, zweimal, wie eben, Doppelfehler, um diesen vielleicht auch vermeidbaren Fehler zu machen, um ins Hintertreffen zu geraten. Wenn das Kettchen nicht wäre, hätte er gar nichts zu tun. Auf dem Weg auf die andere Seite. Das Publikum spricht dem Landsmann Spedier noch einmal etwas Mut zu durch Applaus. Noch ein Aufschlag, Hewitt. Und das lässt sich Hewitt zunächst einmal nicht nehmen. 5-2. Mini-Break vor. Was macht er mit dem? Also, ob der Schnee drauf ist. Auf jeden Fall ist er draußen. Das Come On, das wir schon einmal gehört haben, als er das Rebreak schaffte zum 3-4. Und jetzt presst er es wieder aus sich heraus. Eine Art Ventilfunktion. Er hat dreimal Satzball. Nach einer Stunde und drei Minuten. Zweimal Aufschlag. Das sollte eine Nummer 1 reichen. Zweimal die Linie gekratzt zu haben. Halbvolley. Ja, und da hat Spedia gut aufgepasst. Satzball Nummer 1 abgewehrt. Jetzt heißt es, sich wirklich zu konzentrieren, denn es ist zunächst einmal der letzte Aufschlag, den der Australier hat. Entsprechend die Vorbereitung. Das Mini-Break wieder ab, so wie er es bekommen hat, nämlich mit Doppelfehler.
Vorhin Doppelfehler von Spedia zum 3-2 Jurt. Und jetzt ist Spedia wieder dran nach Doppelfehler des Australiers. Aber hallo. Fehler, erster Aufschlag beim, ich sag's noch einmal, dritten Satzball für Leighton Hewitt. Und Doppelfehler. Gibt's das? 7-5 für Leighton Hewitt. Dreimal verlieren die beiden. Zweimal Spedia, einmal Hewitt den Aufschlag im Tiebreak. Und diese drei Doppelfehler entscheiden den Satz. Er wird schwer für Spedia. Oh, keine Übersicht bei Hewitt und dennoch geht das gut. Holt sich damit die dritte Breakchance. Obwohl er den Punkt macht, natürlich falsche Seite gewählt. Er fragt danach noch, wenn er jetzt das Break macht. Tja, da war der Elfmeter. Kein dolles Spiel, aber das Break ist da. Am Ende der Halbfinalreise wohl angekommen. Die beiden hier. Der ist an der Linie, auf der Linie. Leighton Hewitt verwandelt seinen ersten Matchball zu einem letztendlich klaren Erfolg. Aber das hat eine Stunde Arbeit gekostet, bevor Vince Spedia weich gespielt hatte.